Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die beste Strategie zeigen, um in Highround zu gehen. Und hierfür müsst ihr als erstes Strom und Packerpunch einschalten. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht Hirnfäule auf eure Waffe und kommt hier ins Hotelzimmer 305. Denn ihr müsst jetzt einen Zombie mit Hirnfäule abschießen. Und wenn er den Effekt drauf hat, dann seht ihr, macht er diese Balken an der Tür kaputt und ihr könnt durch die Tür laufen. Dort drinnen sind dann die Hände von Klaus, die brauchen wir, weil wir müssen jetzt auch erstmal Klaus zusammenbauen. Nehmt euch die Hände weg, dann habt ihr das erste Teil. Und das zweite Teil bekommt ihr, wenn ihr den Roboter in Runde 10 tötet. Der droppt dann nämlich die Batterie. Wenn ihr beide Teile habt, dann geht runter und baut Klaus zusammen. Ihr könnt einfach hier direkt die Seilbahn nehmen, wo auch die Missionsmaschine ist. Dann seilt ihr euch runter und hier geht ihr dann nach rechts. Dann geht ihr links hoch am Arsenal vorbei. Lauft hier geradeaus weiter, Leute. Und hier links um die Ecke und ihr habt Klaus hier und könnt Klaus nun zusammenbauen. Als nächstes würde ich dann die Wunderwaffe mir besorgen. Ihr könnt das entweder mit dem gratis Easter Egg machen, was ich euch oben in die Infokarte verlinke. Oder ihr könnt es aus der Kiste bekommen oder aus der Missionsmaschine bei der Stufe Legendär. Wenn ihr dann die Wunderwaffe habt, dann bringt Klaus in die Kanalisation. Er schlägt dann diese Wand auf und mit diesem Energieaufsatz der Wunderwaffe könnt ihr diese Wand hier aufschmelzen. Macht das, geht da rein. Dann müsst ihr hier die Runde beenden, Leute, denn dann kommt so eine Spezialrunde, so eine Bonusrunde, halt Munitionsrunde. Und wenn ihr diese Munitionsrunde dann beendet habt, könnt ihr nämlich die Kanister aufheben und die brauchen wir für den nächsten Schritt. Nehmt euch die Kanister hier weg, danach holt euch noch eine Essenzfalle von dort drüben, schießt einmal mit der Wunderwaffe gegen. Und danach müsst ihr zu so einem grünen Kanister gehen, Leute. Die spawnen random überall auf der Map. 3 Stück gibt es pro Spiel und wenn ihr dann so einen Kanister habt, dann geht dorthin. Drückt einmal Viereck und packt dieses Glas rein, was ihr gerade in den geheimen Labor gehabt habt. Werft die Essenzfalle dahin, tötet die 3 Sturmzombies, die rausspawnen und dann ist der Kanister aufgeladen, Leute. So, kommen wir nun zur Strategie. Ihr müsst den Kanister jetzt erstmal aufheben und dann begebt euch hier oben ins Hotel. In das Zimmer 305, da wo auch die Hände für den Klaus sind. Dann geht einfach in dieses Zimmer rein. Und stellt euch hier in die Ecke, wo ich bin. Ich würde auf jeden Fall die Wunderwaffe mitnehmen, so wie ich es mache. Weil die macht einfach am meisten Damage. Dann könnt ihr einfach geradeaus durchschießen, Leute. Und wie ihr seht, könnt ihr den Kanister als Feldausrüstung benutzen. Der lädt sich auch sehr schnell auf, Leute. Also ihr könnt immer wieder so ein paar Kills machen und dann nach L1, R1 drücken, sodass die Explosion kommt. Das tötet auch eine Menge Zombies. Und das Gute daran ist halt, dass ihr nach ein paar Kills das direkt wieder voll habt. So, falls ihr doch mal in Schwierigkeiten geraten solltet, dann könnt ihr das locker easy damit überwinden. Aber mit dieser Taktik könnt ihr wirklich sehr, sehr hohe Runden spielen, weil das ist wirklich sehr, sehr einfach. Falls ihr euch fragen solltet, wie ihr das mit der Munition macht, ihr könnt hier einfach durch den Loot laufen, der auf dem Boden liegt, und wieder zurück, weil da kommen eine Menge Boss-Zombies. Solange ihr den Kanister abspawnt, immer wieder Zombies nach, Leute. Also ihr könnt nicht sagen, ich lasse jetzt einen Zombie am Leben. Das geht nicht, denn es kommen immer wieder neue Zombies. Geht einfach durch den Loot oder direkt auf die Tür, wo ihr schießt. Links davon ist eine Munitionskiste, dort könnt ihr auch Munition kaufen. Jetzt achtet mal drauf, Leute, wie schnell sich die Feldaufrüstung nach dem Aktivieren wieder auflädt. Das ist echt unglaublich. Also ihr könnt hier wirklich so bis Runde 100 easy spielen, denn das Teil ist einfach OP. Und ihr seht, wie viele Zombies das auch tötet. Jetzt guck mal, wieder wenn die Zombies kommen, ich töte ein paar Zombies und das ist voll. So, direkt wieder voll. Kann ich wieder aktivieren, tötet wieder eine Menge Zombies und nach ein paar Kills ist es wieder voll, Leute. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.